Sie sehen hier das Kurhausbad, frisch sanierte Fassaden. Das Kurhausbad wurde 1927 von Max Littmann erbaut. Und es ist eine lange Geschichte und ein geschichtsträchtiger Ort, der hier ist. Angrenzend ist der Neumannflügel, der nur im Sprachgebrauch so genannt wird. Weiter unten, an dem Ort, wo zuletzt das Steigenberger Hotel stand, entstand 1737 das erste Kurhaus, das kein geringer als Balthasar Neumann gebaut hat. 1828 ist dann das königliche Logierhaus entstanden. Also knapp 100 Jahre später, das heute Neumannflügel genannt wird und das die Laboreinheiten des Landesamtes für Gesundheit birgt. Und wieder 100 Jahre später, 1927, ist das Kurhausbad entstanden, wo das Landesamt für Gesundheit mit 100 Arbeitsplätzen in Büroräumen einzieht. Weitere knapp 100 Jahre später befinden wir uns heute und alles ist zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Eine tolle Auszeichnung. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Teichmann vom Büro Grellmann, Griebel und Teichmann, der älteste amtierende Partner unserer vier Partner, die im Dienst sind. Gerhard Grellmann, der das Büro gegründet hat, vor über 70 Jahren, ist schon lange im Ruhestand. Und wir können ihn aber trotzdem immer noch verschiedene Dinge fragen. Wie kommen wir jetzt nach Bad Kissingen? Wir haben 1996 eine der ersten öffentlichen Ausschreibungen mit Wandelhalle Regentenbau gewonnen und 2014 hier das Areal Neumannflügel Kurhausbad für den Umbau des Landesamtes für Gesundheit. Der Neumannflügel hat als Altbau besonders hohe Räume. Und in einem Labor braucht man viel Technik, zum Beispiel für die Lüftung. Und die braucht natürlich Platz und die muss in diesem Raum auch noch untergebracht werden. Und da hat sich dann halt der Neumannflügel besonders günstig angeboten. In diesem Hightech-Labor in Neumannflügel ist für uns das Non-Food-Zentrum angesiedelt. Da machen wir dann die Untersuchungen, die nicht mit Lebensmitteln direkt verbunden sind. Zum Beispiel Bedarfsgegenstände, Verpackungen, also Produkte, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, aber auch Gegenstände, die mit dem Körper länger in Kontakt sind, Bekleidung oder Zahnbürsten. Darüber hinaus noch Kosmetik, auch Untersuchungen im Rahmen der Marktüberwachung, also chemische Zusammensetzungen. Das hat sich halt sehr günstig angeboten, das als Einheit hierher nach Bad Kissingen zu verlagern. Wir befinden uns hier im Kurhausbad in der Eingangshalle, klassisch Vestibül genannt, wo ich in das große Badehaus mit über 100 Bädern, das Kurhausbad 1927, eintrete. Ich werde empfangen hier, Sie sehen das an den Terrakotta-Fliesen, von mediterranen Symbolen, Seesterne, Spinnen, Krebse und werde so quasi auf die Badeanstalt vorbereitet. Wie haben wir das hier 2014 gewonnen und wie hat uns das Vestibül empfangen? Hier sahen Sie einfach eine übertünchte Eingangshalle, dass die ganze Farbigkeit in den Wänden, die Friese etc. unter Weiß verschwunden sind. Auch die Stuckdecke war einheitlich weiß und die Terrakotta-Fliesen waren alle mit einer hellbraunen Dispersionsüberfassung schon in dem Terrakotta-Ton gefasst gewesen und hatten einen glänzenden Paraffinwachsüberzug. Also wir haben ein ganz anderes haptisches Empfinden gehabt, wie es jetzt ist. Wir haben das dann mit Aceton abwaschen lassen und haben vorher auch Musterachsen angesetzt mit den Restauratoren, wie vertragen das diese Terrakotta-Fliesen. Und Sie sehen jetzt quasi die Fliesen wieder im Originalzustand, wie sie eingebaut worden sind und wie sie gebrannt sind. Daher habe ich helle und dunkle Fliesen in diesem Bereich und habe auch manchmal Fehlstellen, wo einfach mit Mörtel was retuschiert worden ist. Die Wandfarben hat der Restaurator freigelegt und wir haben sie dann nach dem Befund Littmann neu gefasst. Und dann ist natürlich ein Eyecatcher in dem Vestibül diese tolle geschwungene Treppenanlage, die in das erste Obergeschoss führt. Und wenn man diese Natursteintreppe hochschreitet, kommt man an dieser Buntverglasung vorbei. Und diese Buntverglasung ist eines der wertvollsten Bauteile des Kurhausbades. Das ist eine Messing-Bronze-Rahmenkonstruktion. Und es sind Buntglasfenster, die zum Teil gemalt sind, die zum Teil eine Buntverglasung besitzen und ansonsten in den nicht tragenden Strukturen Bleisprossen haben. Der Zustand war sehr gut, muss man sagen, was die Firma Zettler aus München vor 100 Jahren gebaut hat. Es war also
wenig zu machen daran. Das heißt, man muss es reinigen, man musste die Bleiverglasung aufmachen, Fehlstellen reparieren, dass einfach kein Wasser läuft. Aber die Glasmalerei war in einem sehr guten Zustand und weder mit Pilzen noch mit Sporen noch mit Auflösung befallen. Also wir haben hier auch einen Glasrestaurator natürlich beschäftigt, so hatten wir die sehr schön instand setzen können. Zu den Treppenaufgängen kann man so einiges sagen. Das Bronzegeländer, was hier aussieht, als wäre es Bronze, ist nur gestrichen in Bronze und ist eigentlich ein ganz normaler Schwarzstahl, der einfach diese Bronzelackierung darüber hat. Die Treppe hier unten ist eine Natursteintreppe und Max Littmann hat vor 100 Jahren auch schon immer sparen müssen. So hat man hier unten echten Naturstein für den Treppenlauf verwendet und die Treppe, die dann in das Dachgeschoss hinaufführt, das auch keine Bäder hatte, sondern die Bedienstetenwohnung dargestellt hat, die ist einfach in Betonersatzstein ausgeführt worden. Der Betonersatzstein ist so vor 100 Jahren überhaupt erst so entstanden. Wir kommen jetzt aus dem Vestibül in den Südflügel des Kurhausbades rein. Das waren quasi die Sommerbäder 1927 mit einer Einfachverglasung. Und Sie kommen hier in die Flure rein und in den Fluren sehen Sie noch die 100 Jahre alten gebrannten Fliesen. Damals alles mit Schwermetall, Cadmium, damit man diese schöne Farbschorschierung herbekommt. Und es waren natürlich viele Fliesen auch kaputt, vor allem in dem nördlichen Bereich, wo die Hotelnutzung über 100 Jahre in verschiedenen Hotelkategorien drüber gegangen ist. Und da haben wir große Verluste in den Fliesen gehabt und die haben wir nachbrennen lassen. Da gibt es in Deutschland noch 2, 3, die das schadstofffrei nachbrennen. Und Sie sehen es nur auf den zweiten Blick. Sie sehen hier eine ganze Menge Türen, die hier anschließen. Da ging es früher jeweils zu einer Badewanne. Ob das jetzt ein Moorbad oder ein Sohlebad war oder ein normales Warmbad und ein Massagebad war, ist ja mal dahingestellt. Heute haben wir alle Türen drin gelassen, auch wenn wir in den Büroräumen, wo wir immer 2 und 3 Bäder zusammengefasst haben, eben zu 2er- und 3er Arbeitsplätzen oder als Besprechungsraum. Sie sehen hier eine tolle Decke, finde ich, die eine Akustikdecke ist und die anstatt der alten Lüftungskanäle, die hier die Bäder be- und entlüftet hat, heute einen Lichtschlitz hat und der die ganze Flursituation belichtet. Anschließend ist eine Akustikdecke, die einfach den Nachhall in den Fluren sehr schön in den Griff kriegt. Man hört es vielleicht im Vestibül, war es ein bisschen halliger. Hier ist es eigentlich vom Ton ganz gut zu sprechen. Wobei man in den Fluren ja meistens geschäftig unterwegs ist und deswegen haben wir hier auch keinen Fliesenboden. Der wurde in der Hotelzeit schon rausgerissen und durch ganz eigenartige Fliesen ersetzt. Sondern wir haben Littmanns Randfliesen wieder ergänzt, halt mit modernen schwarzen, dunklen Fliesen und haben in die Mitte einen Kautschukboden gelegt, der sehr gut trittschalldämpfend ist. Hier sind wir jetzt im Südflügel. Wenn wir in den Nordflügel schauen, sehen Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick schon, dass es da einen Unterschied gibt. Der Nordflügel wurde mal komplett entkernt. Weitgehend entkernt, während der Südflügel heil ist. Man wollte in den 90er Jahren hier das Badehaus schon modernisieren und diese Modernisierung ist dann quasi im Rohbau stehen geblieben, weil hier Chrysalis gebaut worden ist als großes modernes Badehaus. Und da hat damals das staatliche Bauamt, das die Aufgabe betreut hat, so gut es ging, diese historischen Fliesen gerettet und haben sie jetzt so in einem Lisenenmuster aufgebaut. Das hat natürlich jetzt optisch einen sehr großen Unterschied zu dem Südflügel gemacht. Und dann haben wir jetzt mit dem Kirchenmaler so eine Wickeltechnik in dieser Chargierfarbigkeit der Fliesen auf die geputzten Wandflächen drüber gezogen. Und auf den ersten Blick ist es jetzt wieder eine Einheit geworden. Schein und Sein. Wir sind jetzt die Treppe im Vestibül runtergegangen und sind hier reingekommen in den Bereich der Dampfbäder und Sohlebäder. So war das bauzeitlich. Wir befinden uns hier in dem hölzernen Bereich, wo die Ruhekabinen und die Umkleidekabinen situiert sind. Und Sie sehen, hier ist alles noch Baustelle. Aber hier hat dem Bauherrn Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es sollte nämlich hier ein Restaurantbetrieb rein, aber keiner sucht in einer Zeit, wo Lockdown ist, den Gastronom. 2021 ist jetzt endlich das Hotelgrundstück da vorne, hat einen Investor gefunden, hat einen Planungswettbewerb durchgeführt und jetzt ist diese Hotel
eine Kette im Entstehen und die wird auch 3 oder 4 Restaurants haben und so wartet jetzt der Freistaat einfach, ob es da nicht Synergieeffekte gibt und deswegen bauen wir hier so langsam und sie treffen auf frisch abgelaugte Wände und sie treffen auf Brandschutztüren und so befinden wir uns in dem Bauzustand. Wir sind jetzt von dem hölzernen Ruhekabinenbereich in den gefliesten Bereich gekommen. Sie erkennen vielleicht wieder die Fliesen, wie wir sie oben in den Bürofluren haben. Und hier grenzen an die Sohle und die Dampfbäder. Daher die Fliesen und nicht das Holz, weil Heißdampf und Holz sich nicht unbedingt vertragen. Schein und Sein ist ja das heutige Thema. Und wenn wir den Flur nach hinten laufen, sehen Sie große Messingtüren. Man muss als Architekt auch immer so ein paar Anekdoten wissen. Die Türen hat Max Littmann natürlich Messingfarben eingebaut, wie Sie sie jetzt sehen. Die sind aber durch die Sohledämpfe patiniert und sahen dann grün aus und hatten weiße Laufspuren und so weiter. Dann haben wir mit dem Denkmalamt besprochen, mit den Amtswerkstätten in München. Wie lassen wir die alt und nehmen quasi nur die Sohlespuren ab und haben dann das so ausgeschrieben und der Schlosser hat es so gewonnen. Eine sehr tüchtige Firma, mit der haben wir den Bayerischen Denkmalpreis 2018 gewonnen, also die können was, ne? Und sind keine Dummköpfe. Und dann fahre ich in Urlaub und wie ich wiederkomme, zeigt mir der Schlosser ganz stolz, wie er die Türen wieder historisch auf Messingglanz gebracht hat. Das war zwar so nicht ausgemacht, aber Schein und Sein, ne, jetzt sieht es halt so aus wie vor 100 Jahren. Was befindet sich hinter den Türen? Da sehen wir die alten Dampfbäder und Sie sehen da tolle florale Fliesen mit Vögeln und mit Blumen drauf. Und so kleine Fehler wie heute passieren, sind früher auch schon passiert. Wenn man die Fliesen sehr genau durchschaut, dann sieht man irgendwo einen halben Vogel und einen halbierten Blumenstrauß oder auf den Kopf eingebaut. Und es war entweder ein Versehen von damals oder der Fliesenlecher hat sich einen kleinen Spaß gemacht. Die Villeroy und Boch Fliesen, da kommen die ganzen Fliesen ja her, ist auch auf einer Fliese verewigt, einfach mal andersrum einzubauen. Jetzt für den künftigen Besucher, kleine Hingucker. Es sind noch nicht möbliert, die Räume. Es war geplant, wie im Iran, wo die ganzen Bäder auch nicht mehr notwendig sind. Da bauen die Teestuben rein und so war eben hier gedacht, diese Heilwasser-Cocktailstuben rein zu möblieren. Vielleicht werden sie auch nur museal, wie wir das im Luitpoldbad unten gemacht haben, dass Schautafeln, Infotafeln und so weiter kommen. Einfach über die alte Bädergeschichte da eine andere Informationsquelle zu bekommen. Es entwickelt sich. Wir nennen das immer baubegleitendes Planen. Sie sehen hier die Spitze eines Schornsteins. Da weiß man jetzt noch gar nicht, wo man ist, aber man ist bei dem alten Heizhaus von Max Littmann, auch gebaut 1927. Und wenn man den Schornstein runterguckt, sehen Sie diesen jetzt schwarz weggestrichenen alten Kubus des Heizhauses. Da ist einfach Kohle verfeuert worden und die ganzen Badewannen mit beheizt worden und natürlich die normale Heizung aus. Heute ist was ganz anderes drin. Der Schornstein ist stehen geblieben, weil er eine wunderbare Abgasanlage für die Gasbrennwertkessel ist, die da drin stehen und in Redundanz laufen. Und Sie finden sonst da drin eine moderne Trafostation, weil das Laborgebäude hier braucht ja, wenn irgendwo Blitzeinschlag ist, eine Notstromversorgung, ähnlich wie ein Krankenhaus das hat. Und so ist hier die ganze Haustechnik verortet, die das Landesamt für Gesundheit braucht, außer die Lüftungsanlagen, die sind in den Dachböden versteckt. Der Betrachter muss zweimal hinschauen. Und Max Littmann musste 1927 auch, wie wir Architekten heute, mit den Kosten haushalten, die er ausgegeben hat. Und daher haben die Straßenseiten Natursteinfenstergewände handwerklich gearbeitet, an Schnecken, wie Sie das sehen. Und wenn man jetzt um die Ecke Prinzregentenstraße 3, 4 Fensterzeilen weiter in den Innenhof reinlaufen, dann merken Sie beim zweiten Hinblick, es fehlt da die Maserung. Es sieht aus wie Naturstein, das Fenstergewände. Es ist aber Beton, wo einfach eine ockerne Schlemme mit Sandsteinvorsatz drüber gekommen ist, dass es sich an die Natursteingewände angleicht. Und wenn Sie den Bossensockel anschauen, der auf den Straßenseiten Muschelkalk ist, also auch ein Naturstein, und auch in den Innenhof wieder reingehen, ist mit dem gleichen Schnitt, wie die Fenstergewände sich ändern, das ein gestockter Betonsockel geworden. Und so kann man dieses Thema Schein und Sein weiterziehen. In dem Innenhof, wenn wir weitergehen, sind wir im Neumannflügelbereich. Und da wird gerade der historische Bossenputz
wieder angebracht. Jetzt könnte man meinen, sieht aus wie immer. Der war bauzeitlich dran. Und wir haben da einfach aus alten Fotografien die Teilung abgenommen. Und das ist jetzt gerade im Entstehen. Auf einer Seite ist es weitgehend fertig. Auf der Südseite ist es gerade im Entstehen. Da sind die Latten dran. So. Eine handwerklich sehr aufwendige Arbeit und es war ja auch nichts mehr da. Wir holen was, was nicht mehr da war und bauen es wieder neu. Und es ist für den Bürger nach außen nicht ablesbar. Wir kommen jetzt aus dem Kurhausbad hinüber in den sogenannten Neumannflügel und befinden uns in dem Treppenhaus, das wir Architekten das Gelenk nennen, weil das Treppenhaus ist 1927, wie das Kurhausbad gebaut wurde, von Max Littmann mitgebaut worden. Und Sie sehen hier unterschiedliche Höhenniveaus. Und Littmann hat hier diese schön geschwungene Treppe sehr gut reingezirkelt, dass diese Gebäude fußläufig erschlossen werden. So, Schein und Sein. Es war mal ein Hotel, ne, oder war königliches Logierhaus und dann ist es als Steigenberger Hotel lange Zeit genutzt worden. Und da war die Verbindung vom Badehaus zum Hotel nicht notwendig. Jetzt ist alles Laborgebäude, also der Neumannflügel ist Laborgebäude und das Kurhausbad, das wir gerade gesehen haben, sind die Büroeinheiten. Und da müssen die Leute immer mit Laborwägelchen hin und her fahren und Auswerteprotokolle etc. finden. Und wenn man mal einen Mitarbeiter mit Rollstuhl hat, brauche ich natürlich auch einen barrierefreien Bau. Und so sehen Sie diesen großen schwarzen Aufzug, den wir verglast in dieses alte Treppenhaus reingebaut haben. Der ist quasi auch das später mal die einzige Lichtquelle für das Treppenhaus. Und Sie sehen hinter dem Aufzug auch die durchgehenden Schablonenmalereien. Die haben wir gefunden hier drin. Die sind aus der königlichen Logierhauszeit noch. Und die werden in dem ganzen Treppenhausbereich ergänzt. Wir sind jetzt vom zweiten ins dritte Obergeschoss gegangen und gehen da auch eine dieser schönen geschwungenen Treppen hoch. Und die sehen so aus, als wären sie schon immer so da gewesen. Ist auch so. Wenn man die alten Bilder anschaut und die alten Aufnahmen, sehen Sie, dass diese Treppen alle 5 bis 10 Zentimeter durchgehangen waren. Wir haben dann ein Modell gebaut, um die notwendigen Ertüchtigungen, die der Statiker erstmal vorgeschlagen hat. Wir machen Stützen drunter oder wir hängen alles an den Dachstuhl, den wir ja oben neu bauen, mit Seilen hoch. Und das hat man dann im Modell angeguckt und war alles unbefriedigend. Wohl wissen, dass da diese Schablonenmalerei überall reinkommt, die auch an den Wänden sich noch runterzieht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas Neutrales erfinden. Und haben dann gesagt, lieber Statiker, du musst jetzt eine gekrümmte Stahlwange rechnen, von 1 Zentimeter Stärke oder was statisch rauskommt. Heute habe ich ja CNC-Fräsen beim Schreiner und ich baue auch geschwungene Wendeltreppen. Und warum können wir diese Holzwangen nicht einfach von Geschoss zu Geschoss mit einer Stahlwange aufdoppeln und erfinden dann noch einen kleinen Begleiter als Streifen und so, dass es dann aussieht, als wäre das schon immer da. Schein und Sein. Es ist eigentlich Stahl, was da hochgeht und keine Holztreppe. Aber die alte Holztreppe ist dahinter und der statische Nachweis, dass sie hält, macht jetzt der Stahl. Wie wir 2014 in das Gebäude hier befundend eingezogen sind als Architekten und Restauratoren, haben wir diese 3 Lagen Abhangdecken, die in den 100 Jahren da drauf gekommen sind, alle erstmal in der ersten Baumaßnahme abgenommen. Und da sind bruchstückweise einfach alte Stuckpartien zum Vorschein gekommen. Und das ist der einzige überlieferte Rest der ehemaligen Suite. Das ist ja das Südzimmer vorne raus, die Stuckdecke. Ist nur im Bereich des Flurs erhalten gewesen. Früher war da gar kein Flur. Den hat Max Littmann erst zum Flur gemacht. So, und bei der Entkernung kann man eine Stuckdecke nicht einfach so rausnehmen. Die war dann Auflage der Denkmalpflege. Als Aufforderung sichert die Stuckdecke und baut sie an der alten Stelle wieder ein und tut diesen Balkon, den wir hier davor haben, mit der Glastür so machen, dass der Kurgast, der unten vorbeiläuft und der Kiesinger Bürger, einen Blick auf die alte Stuckdecke hat. Auch wenn der Balkon jetzt noch Baustelle ist und das Gerüst so davor steht, kann man ja schon ein bisschen erahnen, toll, da sind diese Schneckenträger aus Naturstein unten drunter und oben drauf liegt eine Natursteinplatte. Das Geländer kommt nach altem Vorbild wieder hin, da haben wir zum Glück alte Fotografien gefunden. Aber der Schein trügt, die Natursteinschnecken, die Konsolen drunter, die sind zwar Naturstein, aber die tragen nicht mehr, weil Statiker heute Naturstein nicht als tragend nachweisen dürfen. Da muss man erst unsere DIN-Norm ändern.
und die Balkonplatte, die drauf ist, die Naturstein war, die ist abgebaut worden und ist eine Betonplatte, die in das Mauerwerk einbindet und nach außen auch auskragt und hat quasi eine Schlemme drüber, das aussieht wie Naturstein. Wieder Max Littmann drüben abgeguckt, der die Natursteingewände vom Fenster, die dann Beton wurden, auch mit so einer Schlemme versehen hat. Und jetzt sieht man das auf den zweiten Blick, dass es eben kein Naturstein ist. Ein Kriterium, das Labor hier reinzumachen, waren natürlich die tollen Raumhöhen, die wir hier haben. Die zweite Kunst, sage ich mal, ist es aber, Labormöbel, die werden einfach nach DIN Norm in einer Breite gefertigt und in der Regel in einen Neubau eingebaut, den ich nach den Labormöbelbreiten bauen kann. Und dann haben wir gedacht, okay, wir bauen diesen inneren Neubau so, dass er sehr wirtschaftlich zu den Labormöbeln passt und erfinden zur alten Außenwand hin mit der alten Fensterteilung eine Enfilad, einen Flur, der 1,10 Meter oder so breit ist und der quasi wie so ein Distanzstück ist. Und so haben wir einfach den Verbindungsflur, der die Labore intern verbindet und auch der zweite Rettungsweg ist. Dann habe ich die alte Außenwand, Schein und Sein, und habe ein völlig neues Laborgebäude innen und habe trotzdem eine wirtschaftliche Anordnung von den Labormöbeln ermöglicht. Das ist natürlich eine markante Entscheidung gewesen, die der damalige Finanzminister Söder mit dem Generalkonservator Pfeil streng ausgehandelt hat, weil es bedeutet, dass sich quasi hier den Südflügel und auf der linken Seite den Westflügel dieses Gebäudes komplett entkerne, weil Labore sind ja Explosionsgefahr. Die ganzen Holzbalkendecken hier drin hätte man dann nicht auf F30 ertüchtigen können, sondern die müssen einfach Beton sein, weil sonst kriege ich so eine Nutzung in das Bauwerk nicht rein. Das kann man mit einem lachenden, einem weinenden Auge sehen, diese 100-jährige Überformung, die die verschiedenen Hotelbetreiber hier drin vorgenommen haben, haben eigentlich nicht mehr viel alte Substanz übrig gelassen, außer in dem Treppenhauskern. Und so war das so ein Kompromiss, dass wir die beiden Flügel entkernen, und zwar vom Fundament, Fußboden, bis in das Dach rein. Und was Sie hier beim Rundgang sehen, sind diese neuen Betonteile. Wir haben außen an den Fassaden gesehen, Littmann hat auch mit Beton gearbeitet und nicht nur mit Naturstein. Und so haben wir gesagt, nehmen wir diese Tradition von Max Littmann auf und machen das neue Traggerüst. Das sind diese hier im Flur aneinandergereihten U-Stützen. Die sind tragend und die sind gleichzeitig die Installationsbox für die Hightech-Installation, die hochgeht. Und Max Littmann hatte 1927 den Neumann-Flügel um ein Geschoss aufgestockt und deswegen haben diese alten Bruchsteinfundamente jetzt nicht auch noch eine Hightech-Nutzung in Beton und Labor neu vertragen. Und daher war das auch ein Grund, dass wir gesagt haben, wir entkernen das Gebäude und bauen das Gebäude komplett neu auf. Und dann ist es wie ein Haus im Haus. Und die neuen Tragwerke in Beton tragen sich und das Dach, und die alten Außenwände sind die alten Außenwände, Schein und Sein, sieht von außen aus lauter Klappläden, Sprossenfenster, wie das Hotel ganz früher mal gewirkt und ausgesehen hat. Und innen ist es einfach das Hightech-Labor geworden.